Was bedroht diese Länder? Okay, willkommen zur nächsten Folge. Ich mache mal den Ton etwas leiser. Okay, wir gehen jetzt zu Kuno. Zumindest in dessen Richtung. Ah, ganz schön voll. Aber zunächst sprechen wir hier mit dem NPC Trommern. Hallo. Hallo, wer bist du und was treibt dich in diese Gegend? Die Natur. Das kann ich verstehen. Ein Grund, weshalb ich draußen lebe. Hier hast du einen Apfel. Ja, danke. Ist das deine Fähre? Gemeint ist wahrscheinlich das hier? Klar, die habe ich selbst gebaut. Und der Holzfäller Kuno hat mir das Holz dafür beschafft. Naja, er muss ja auch jeden Tag über den Fluss fahren. Natürlich fahre ich auch andere Leute über den Fluss. Wer ist Kuno? Ach, das ist ein Holzfäller und alter Freund von mir. Ich fahre ihn jeden Tag mit meiner Fähre zweimal über den Fluss, hin und zurück. Er hat seine Hütte am anderen Flussufer und transportiert sein Holz mit Hilfe meiner Fähre auf meine Seite, um es dann bei den Bauern zu verkaufen. Du kannst ja mal mit ihm sprechen, wenn ich dich hinübergebracht habe. Deine Hütte sieht aber nicht gerade stabil aus. Ja, ich weiß. Sie ist wohl im Laufe der Zeit etwas kaputt gegangen. Naja, ich habe mir nicht gerade viel Mühe bei ihrem Bau gegeben. Da fällt mir ein, hättest du nicht vielleicht Lust, meinen alten Freund Kuno um etwas Holz zu bitten, das er mir nächstes Mal, wenn er über den Fluss fährt, mitbringt? Wieso machst du das nicht selbst? Gut, er ist zwar ein alter Freund von mir, aber was seinen Beruf angeht, da habe ich mich wohl ab und zu etwas zu sehr drüber lustig gemacht. War ja nicht böse gemeint, aber er war natürlich wieder total verärgert. Und jetzt habe ich wirklich keine Lust, ihn darum zu bitten. Du würdest natürlich auch was dafür kriegen. Machen wir mal. Kein Problem, mache ich. Danke, Mann. Du tust mir damit einen wirklich großen Gefallen. Ja, wir wollen ja eh zu Kuno. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Schöner Garten hier. Es soll geschehen. Ja, hier steht nochmal, dass man diese Kreise benutzen kann als Portale. Diese Portale gab es auch schon in Warcraft 3. Wir sind jetzt zum ersten Mal auf der anderen Flussseite, wie ihr sehen könnt. Es soll geschehen. Das ist Kunos Tochter. Dieses Land und ich und sind da ein. Ist Kuno, der Holzfäller. Hallo. Hallo, was führt dich in diesen Wald? Warte, lass mich raten. Das Holz? Oder ist es einfach nur der Anblick der wunderbaren Bäume hier? Schon gut, ich heiße Kuno und bin Holzfäller, wie man sieht. Fühlst du dich nicht einsam? Nein, ich habe ja meine Tochter. Sie ist inzwischen schon 14 und hilft mir beim Haushalt. Ohne sie wäre ich wohl aufgeschmissen und tatsächlich einsam. Ich mache mir nur Sorgen darum, was mit ihr geschehen soll, falls ich nicht mehr bin. Am Ende muss sie noch für diese Bauern oder diesen verdammten Herzog sein Gesindel arbeiten und schuftet sich wund. Okay, er hat wohl vielleicht auch was gegen den Herzog. Was will sie denn später mal machen? Sie redet immer davon wegzugehen und sich irgendwo in der Wildnis selbst durchzuschlagen. Mein Gerede über den Herzog und die Ungerechtigkeit in diesem Königreich haben sie zu sehr beeinflusst. Ich muss sie da ständig wieder ausreden, aber ich fürchte, bald wird sie ihren eigenen Kopf durchsetzen. Ich wünschte, jemand könnte ihr wenigstens etwas über das Jagen beibringen, denn ich selbst habe mein Leben lang nur Bäume gefällt. Ich weiß nicht mal, wie man einem Tier das Fell abzieht. Ja, das ist wohl ein Anarchist, ein Kommunist, was auch immer. Und der kann nicht jagen. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Auftrag, wir sollen einen Jagdlehrer finden. Machen wir erstmal den Auftrag für Trommern. Du kennst doch Trommern. Sicher, wir beide sind gute Freunde. Hast du dir mal seine Hütte angeschaut? Noch ein paar Unwetter und er kann sich eine neue bauen. Ja, du hast recht. Vielleicht sollte ich ihm mal bei der Reparatur helfen. Ich mache dir einen Vorschlag. Du gibst mir ein paar Bretter mit und ich gebe sie ihm dann. Ich schätze mal, das würde schon reichen. Gute Idee. Hier hast du deine Bretter. Ich habe sowieso ein paar übrig. So, und hier ist auch der Auftrag für Marquardt, den ich die ganze Zeit machen wollte. Der braucht auch Holz. Marquardt benötigt Holz für die Burg. Die scheinen sich ja dort oben gewaltig in die Hosen zu machen. Das passiert eben, wenn der eine Herrscher dem anderen Herrscher jetzt auf die Mütze geben will. Ich habe meiner Tochter immer gesagt, dieser Herzog ist... Ja, genau, das denke ich gut. Auch. Bevor sie meine Hütte dem Erdboden gleich machen, komme ich seinem Wunsch lieber nach. Allerdings hat das seinen Preis, wenn sie mir schon nicht zahlen wollen. Allerdings werde ich mir nicht die Arbeit machen und es zum Heimrich schleppen. Ich krieche doch nicht vor diesem eingebildeten Schnösel. Du kannst das Holz zu Manfred bringen und er schickt es dann hinauf auf den Berg. Das ist ein gerechter Handel und du hast nicht die ganze Arbeit.
Also er will. Ich soll das Holz jetzt zu Manfred bringen, weil er keinen Bock hat, ja. Und wir haben. Was bedroht diese Länder? Jetzt glaube ich auch die Bretter bekommen. Ja, ich habe die Bretter bekommen. Und eben diesen neuen Auftrag, finde einen Jagdlehrer für Kunos Tochter. Ja, wir kennen ja einige Jäger. Mit denen können wir dann mal reden. Besorge Holz von Kuno, bringe Kunos Holz zum Bauern Manfred. Okay. Ashtero Danador. Mit der Tochter kann man nicht reden, die hat keine Sprechblase. Meine Sinne getrübt? Es soll geschehen. Okay, da fehlt der Ton. Anudora. Dann reden wir mal es mit. Soll geschehen. Ah, der arbeitet in seinem Garten. Ah, da kann ich jetzt auch was auswählen. Einen hübschen Gemüsegarten hast du da. Findest du wirklich? Das freut mich aber. Vielleicht möchtest du ja etwas von meinem Gemüse kaufen. Zurzeit kann ich wieder mehr ernten, als ich für mich selbst brauche. Hier sind ein paar Bretter von Kuno. Wirklich? Ich danke dir. Hier hast du ein paar Salatköpfe aus meinem Gemüsegarten und natürlich auch ein paar Goldmünzen. 10 Goldmünzen, das ist nicht sehr viel. 400 Erfahrung dafür und Salatköpfe. Und wir können gleich weitermachen. Brauchst du sonst noch etwas? Wenn du schon fragst, dann sage ich einfach mal ja. Wegen meiner Fähre kann ich hier schlecht weg. Die Arbeit auf der Fähre finde ich jedoch recht eintönig. Viel lieber würde ich mich jetzt weiter um meinen kleinen Garten kümmern. Leider kenne ich mich noch nicht so gut aus mit allem, was man so einpflanzen kann. Südlich vom Bauernhof lebt eine alte Frau namens Ursula. Sie kennt sich mit solchen Dingen besser aus, denke ich. Pass auf, ich gebe dir 50 Goldmünzen und du schaust, was du dafür von ihr bekommst. Ich denke, sie ist sehr ehrlich und hoffe, du bist es auch. Also ich als Druide bin immer ehrlich. So, nächster Auftrag schon. Wir sollen Samen von Ursula besorgen. Bei Ursula waren wir ja schon. Sie ist eine Druidin. Ich habe großen Respekt vor ihr. Dieses Land und ich sind eins. Dann teleportieren wir uns einfach mal auf den Bauernhof. Es soll geschehen. Ashtero Danador. Gehen zu Ursula. Es soll geschehen. Für Kalimdor. Es soll geschehen. Ashtero Danador. Er hat mir 50 Gold gegeben. Trommon benötigt ein paar Samen für seinen Garten. Trommon, der Fährmann? Oh, das ist wieder zu leise. Ja. Tatsächlich. Er will sich also als Gärtner versuchen? Nun, wenn er so viel Vertrauen in mich setzt, muss ich ihn wohl dafür belohnen. Hat er dir denn etwas mitgegeben, um mich zu bezahlen? Ich bin ehrlich. Außerdem habe ich genug Gold. Ja. Gut, gib mir die Goldmünzen und du erhältst einen sehr wertvollen, magischen Samen. Aber was daraus entstehen wird, bleibt ein Geheimnis. Okay. Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, wie viel Gold ich vorher hatte. Ich meine, ist egal, es wäre nur wichtig fürs Quest. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Schauen wir mal, was sie uns gegeben hat. Oh, ich muss mal echt mein Inventar aufräumen. Also langsam, halt. Das ist das Holz für Markwart. Das müssen wir zu Manfred bringen. Und ich müsste jetzt von ihr den Samen bekommen haben. Ja. Pflanzen wir mal irgendwo ein. Es soll geschehen. Ha, geht nicht. Anudora. Übrigens ist mir noch aufgefallen, dass Trommon gar keinen Laden hatte. Er wollte aber es soll geschehen. Gemüse verkaufen. Ich mache den Ton wieder etwas leiser. Nicht zu leise. Für Kalimdor. Reden wir erstmal mit Manfred, ohne dieses Quest zu aktivieren. Anudora. Ashtero Danador. Da ist Manfred. Es soll geschehen. Bring dieses Holz zur Burg. Was? Was erlaubst du dir? Markwart benötigt das Holz für die Burg. Es stammt von Kuno und der hat mir gesagt, du würdest es zur Burg schaffen. Kuno? Verdammt, na gut.
Kuhn ist ein netter Kerl und verkauft uns immer gute Waren. Aber dieser Markwart meint wohl, wir machen die ganze Drecksarbeit für ihn. Wenn die Orks und Dunkelelfen hier einfallen, gehen wir doch als Erste drauf, das kann ich dir versichern. Ja, interessiert mich nicht. Schon gut, ich schicke das Holz zur Burg, gib schon her. Zack, und da ist... Was bedroht diese Länder? ...das Holz unterwegs, und damit hätten wir auch den Auftrag geschafft. Jetzt machen wir aber erstmal den Auftrag bei Trommern fertig. Für Kalimdor. Sein schönen Gemüsegarten. Es soll geschehen. Hier hast du einen ganz besonderen Samen. Zeig her, was ist daran so besonders? Das siehst du, wenn es soweit ist. Ich vertraue dir mal. Hab vielen Dank und nimm das hier als Belohnung. Wenn du willst, kannst du ihn selbst einpflanzen. Das machen wir doch gern, aber die Belohnung haben wir noch nicht bekommen. Dieses Land und ich sind eins. Also diese Belohnungen, was hat sich der Entwickler dabei gedacht? Überall in die Dialoge geschrieben, aber am Ende kriegt man nichts. Ja, vielleicht kriegen wir am Ende was. Dann pflanzen wir den mal ein. Hier in die Ecke. Anodora. Und zack, das ist schnell gewachsen. Wir haben eine verzauberte Birke und die hat eine Fähigkeit Kampfrausch. Erhöht die Angriffsrate und das Bewegungstempo. Kann ich mal auf mich machen? Ich bin gerade immun. Irgendetwas stimmt hier nicht. Kann ich es auch auf ihn machen? Er ist unverwundbar. Was bedroht diese Länder? Machen wir es zur Demonstration mal auf mich. Ich hoffe, ich vergesse nicht, den Gegenstein wieder anzulegen. Ja, ich bin gewachsen. Dieses Land und ich und schneller. Sind eins. Jetzt sprechen wir mit ihm. Und was hältst du von dem Baum? Unglaublich. Und er scheint eine magische Wirkung auf seine Umgebung zu haben. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hier, nimm das. Ich hoffe, das reicht dir als Entschädigung für deine Mühen. Also jetzt haben wir 200 Gold bekommen, 200 Erfahrungen. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Aber gab der Auftrag davor nicht sogar mehr? Also ich muss da nochmal über die Werte gucken. Jetzt haben wir diesen Auftrag abgeschlossen. Wir müssen jetzt noch einen Jagdlehrer finden und wir haben das Holz hier hoch geschafft. Ich würde sagen, oh Gott, jetzt bin ich wieder im Inventar hin und her gegangen. Wir reden mit Markwart und dann mit den Jägern. Ashtero Danador. Es soll geschehen. Für Kalimdor. Oh, höre mich an, du Kreatur meiner Zune. Okay. Oh, der Herzog schaut herüber. Er ist wohl irgendwie stehen geblieben. Rasch noch ein Gebet. Irgendetwas stimmt hier nicht. Das ist Heimreich. Was erlaubt sich das einfache Volk? Manfred schickt Holz. Sehr gut. Nimm diese Tränke als Belohnung. Jetzt habe ich beides abgeschlossen. Ihr seid nun bereit für eine Belagerung. Das stimmt hoffentlich. Wir stehen schwer in deiner Schuld dafür. Nimm diesen Gegenstand als Belohnung. Was erlaubt sich das? Was bedroht die 1000 Erfahrung. 600 Gold. 1000 Erfahrung. 1000? Für Kalimdor. Nicht 10, nicht 5000. Es soll geschehen. Und ich habe einen Gegenstand bekommen. Aber das wird nicht immer angezeigt. Auch wenn er ausgerüstet Anodora. Wird, habe ich jetzt schon festgestellt. Ja, er wurde nämlich ausgerüstet. Ring der Weisheit. Das Wissen um 3. Alles in Ordnung. Ja. Jetzt lohnt sich das nicht mehr so arg. Für Kalimdor. Aber man hätte den Auftrag auch früher abschließen Anodora. Können. Aber 1000 Erfahrung und Gold. Suchst du einen Schüler? Einen Schüler? Du meinst, ich soll jemandem das Jagen beibringen? Ganz genau. Möglich. Ich würde es jedoch nicht umsonst tun. Um wen geht es denn? Um Kunos Tochter. Kunos Tochter? Na sowas. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, wenn das so ist. Kuno liefert Holz an den Bauernhof, mit dem ich selbst Felle verkaufe. Du hörst ein anständiger Kerl. Er lebt da draußen ganz alleine mit seiner Tochter im Wald. Es könnte nicht schaden, wenn sie sich in der Wildnis besser zurechtfände. Immerhin ist das ein verdammt gefährlicher Wald. Sag ihm, ich werde seine Tochter ausbilden, wenn er sie vorbeischickt. Es kostet ihn natürlich nichts. Mache ich.
Ja, man kann ja halten, was man will von ihm. Das ist dieses Land eine und ich sind eins. Noble Geste, auch noch umsonst das zu machen. Das berichten wir natürlich Kuno, der hat uns ja auch geholfen, den Auftrag Marquards abzuschließen. Es soll geschehen. Anudora, es soll geschehen. Oh, der ist eventuell auf dem Bauernhof. Oder irgendwo dazwischen. Das sind Knechte. Wo ist Kuno? Irgendetwas stimmt hier nicht. Also jetzt nach, dann muss er doch hier sein. Er muss. Da ist er. Der Jäger Björn wird deiner Tochter etwas beibringen. Björn, ich kenne ihn, zumindest vom Sehen. Tatsächlich? Ich hätte nicht gedacht, dass sich jemand aus der Burg bereit erklärt. Er verlangt nichts dafür, du musst sie nur vorbeischicken. Wirklich? Na, das nenne ich Glück. In letzter Zeit habe ich sowieso nicht gerade große Geschäfte gemacht. Dieser Björn scheint schwer in Ordnung zu sein. Ich werde meiner Tochter gleich davon erzählen. Hab vielen Dank. Hier hast du ein paar leckere Pilze aus dem Wald. Naja, immerhin gibt er mir Pilze. Es gab jetzt nochmal 50 und nochmal 200 Erfahrung. Was bedroht diese Länder? Ich würde sagen, nach diesen Aufträgen hier beende ich dann mal die Folge und in der nächsten Folge gucken wir uns mal dieses ganze Ostufer hier an, wo ich noch nicht war. Hier ist ja noch ein richtig fetter Teil auf der Karte schwarz. Also macht's gut, bis zur nächsten Folge.